Hier am EG-Ditor fahren werktags, laut einer Erhebung der Stadt Münster aus dem Mai 2019, ungefähr 31.000 Autos und ca. 30.000 Fahrräder entlang. Nun plant die Stadt Münster, den Verkehrsknotenpunkt mit einem 10 Millionen Euro schweren Projekt zu entlasten. Gemeint ist damit das Flyover-Projekt. Dabei soll eine Brücke die Fahrradfahrerinnen sicher vom Kanonengraben über die Weseler Straße bis vor die Mensa an der Bismarckallee führen. Die Stadt bezeichnet das Projekt als ein starkes Signal in Richtung Verkehrswende und sieht in der Brücke nicht nur eine Möglichkeit zur Verkehrsentlastung, sondern auch zur Unfallprävention. Carsten Peters, der verkehrspolitische Sprecher der Grünen in Münster, sieht das Projekt allerdings kritisch und denkt, dass man den Radverkehr allgemein mehr in den Fokus rücken sollte. Wir sehen das Projekt Flyover kritisch, weil wir den Gesamtnutzen für den Radverkehr nicht richtig erkennen können. Wir glauben, dass man den Radverkehr in diesem ganzen Bereich insgesamt in den Blick nehmen muss und nicht nur der möglicherweise an dieser Stelle Richtung Bismarckallee hin geführt werden kann, sondern wir haben auch Wert darauf gelegt, dass wir eben auch den Radverkehr auf der Erde eben in den Blick nehmen. Da muss es um Verbesserungen gehen, was die Verbindung der beiden Promenadenteile angeht. Wir haben auch in einem Ratsantrag durchgesetzt, dass die Ägidi-Straße endlich Fahrradstraße wird. Im aktuellen Planungsstadium sind noch viele Fragen ungeklärt. Dennoch sehen die Grünen einige potenzielle Problemquellen. Aus unserer Sicht sind noch etliche Fragen offen, insbesondere darüber, wie ein solcher Flyover denn überhaupt gebaut werden sollte, welche Konsequenzen das hat für den Denkmalschutzbereich der Promenade, für Bäume, die möglicherweise gefällt werden müssen. Also es gibt noch eine ganze Menge offener Fragen, die geklärt werden müssen. Wir behalten uns dann auch deshalb vor, diesem Projekt nicht zuzustimmen. Die Brücke soll dem Radverkehr dienen. Carsten Peters sieht in dem Projekt aber eher eine Maßnahme, die vor allem den Kraftfahrzeugen leichtere Durchfahrt ermöglicht. Von dem Projekt, gesetzt den Fall, es würde jetzt so umgesetzt, wie es im Moment diskutiert wird, würde aus unserer Sicht vor allem der Pkw-Verkehr auf der Erde profitieren, weil er keinen Platz abgeben muss, weil ein Teil des Radverkehrs eben dann oberirdisch organisiert würde. Wir glauben, dass es wirklich darum gehen muss, Verbesserungen für den Radverkehr durchzusetzen. Und ob der Radverkehr an dieser Stelle davon profitieren würde, ist, wie gesagt, kritisch zu bewerten. Für eine grundlegend andere Betrachtung der Pläne haben wir leider keine Vertreterin für ein Interview finden können. Die CDU zum Beispiel zeigt sich auf ihrer Internetseite aber begeistert und bezeichnet das Projekt als eine echte Stärkung des innerstädtischen Verkehrs und der Sicherheit. Das Flyover-Projekt ist noch in einem sehr frühen Planungsstadium und es bedarf noch vieler klärender Gespräche und Entschlüsse. Trotzdem tragen die Pläne den Verbesserungsbedarf am Münsteraner Radverkehr nun mehr in die öffentliche Wahrnehmung und sorgen für Diskussionen rund um den Sinn bestimmter Maßnahmen.